Kafkas Romanfragment »Der Verschollene«, von ihm selbst so betitelt, bekannt er jedoch unter dem Namen Amerika, fortzuführen, zu einem Abschluss zu bringen, denn hat sich das nicht jeder schon einmal gefragt, während der Lektüre, wie könnte diese Geschichte denn wohl ausgehen? Mein Appendiz schließt genau dort an, wo das Fragment Kafkas endet. Der Zugreise von Clayton nach Oklahoma City. Dort soll Negro, so nennt sich Rossmann hier, einen technischen Arbeiter beim Naturtheater von Oklahoma ersetzen bzw. die dortige Crew vergrößern. Das Ziel würde in 2 Tagen und 2 Nächten erreicht werden. Oklahoma City, Heimat des Naturtheaters Oklahoma. Karl war froh und sogar ein wenig glücklich darüber, Giacomo, seinen Freund aus der Zeit im Hotel Occidental in Ramses, bei und um sich zu haben. Wie ein Welpe hüpfte und sprang Giacomo, sah aus dem Fenster, zupfte Karl am Ärmel, wenn er etwas Aufregendes zu vermelden hatte, das gerade an ihnen vorbeizog, oder rannte im Gang aufgeregt und kaum zu bremsen, auf und ab. Karl Rossmann ließ die letzten Tage Revue passieren. Sie sind angenommen. Das hatte er erst 3-mal in seinem Leben gehört. Zunächst als 16-jähriger Liftjunge im Hotel Occidental, dann als persönlicher Diener der Sängerin Brunelda und schließlich noch vom Personalchef der 10. Werbegruppe des Theaters von Oklahoma, der auch im Waggon saß, ganz vorne. Er residierte dort, umgeben von seinem Stab. Auch Karls alte Freundin Fanny saß vorn bei ihm. Aller Papiere beraubt, hatte Karl sich ihm als Negro vorgestellt und hatte selbst nicht die geringste Erklärung dafür, warum er dies getan und zudem noch welchen Zweck er damit verfolgt hatte. Es konnte ihm doch nur späteren Verdruss bereiten. Wie der Personalchef schon sagte, wir können diese Angelegenheiten hernach alle prüfen. Diese spätere Prüfung würde doch ergeben, dass er nicht jener Herr Negro, sondern Rossmann ist, Karl Rossmann. Ohne jede Not gelogen zu haben, dies zwickte das Gewissen des jetzt fast 20-Jährigen sehr. Mutig streckte er sich und bedeutete Giacomo, der noch immer vor Aufregung wie wild in den Gängen tobte, hier auf ihn zu warten und ging zum Personalchef nach vorne. Höflich wartete er ab, bis der mächtige Mann mit gewaltigem Backenbart für ihn etwas Zeit zu übrigen bereit schien, da er gerade einen Stoß Papiere durchsah, als Karl so plötzlich vorstellig wurde. Ja, also mein Herr, was kann ich denn nun für Sie tun? Ich hoffe, es gibt keinerlei Beschwerden zu vermelden. Aber nein, beeilte sich Karl zu versichern. Darf ich vielleicht kurz Platz nehmen? Ich habe Ihnen etwas zu sagen. Gern, sagte sehr freundlich der etwa 50-Jährige. Setzen Sie sich und schütten Sie mir das Herz aus. Was gibt es denn? Ich, begann Karl, ein wenig stockend. Ich hatte mich bei Ihnen als Negro vorgestellt. Erinnern Sie sich? Sie werden herausfinden, dass ich nicht dieser Negro bin. Mein Name ist Karl Rossmann. Ich bin ursprünglich Deutscher. Mittlerweile habe ich die amerikanische Staatsbürgerschaft erhalten, bin nun seit 5 Jahren in den USA. Ich konnte mit dieser Scham und dem Wissen, sie so dreist belogen zu haben, einfach nicht mehr weiter unbeschwert einer schönen Zukunft entgegenfahren durch dieses schöne Land. Das ist mir ja eine schöne Eröffnung, Herr Rossmann. Ich muss erst einmal den Namen Negro aus dem Kopf bekommen. Es ist nun einmal passiert. Sie stehen dazu. Endlich. Er schaute auf seine teure Armbanduhr. Nach 6 Stunden Fahrt haben Sie doch den Mut angehäuft, mich darauf anzusprechen und
junger Mann, das war gut so. Nachdem Karl R. als Vorarbeiter am Naturtheater Oklahoma nun deutlich mehr Gehalt erhielt, begann er sich die diversen und vielfältigen Angebote anzusehen, die es im Umfeld des Naturtheaters gab, was die Ausbildung zum Mimen anbelangte. Manche Komparsen und Kleindarsteller rieten ihm, unbedingt die Akademie der Azimut Blip Wind ins Auge zu fassen. Blip habe stets den besten Ruf gehabt und die aus der Akademie entlassenen Mimen seien allesamt, ohne jede Ausnahme, auch hier im Theater übernommen worden. Azimut selbst ist zuvor am Theater eine gefeierte Schauspielerin gewesen, war nun seit 10 Jahren im Ruhestand und seither lehrte sie hohe Schauspielkunst. Dieser Nickname Blip faszinierte Karl. Allein dieses Namens wegen wollte er sich von ihr ausbilden lassen. Wer Blip Wind heißt, der muss doch über ausgezeichnete Erfahrungen und natürlich die besten Verbindungen verfügen. Der muss doch das Schauspiel mit der Muttermilch eingesogen haben. Für Karl stand es fest. Er wollte dieser Akademie beitreten. Und tatsächlich, an einem schönen Morgen im frühen Herbst, sprach er dort vor. Er bekam Blip allerdings in den ersten 8 Monaten überhaupt nicht zu Gesichte. In dieser Zeit hatte er es nur mit diversen Lehrern zu tun, die Sprechen und Bewegung vermittelten und natürlich die Dramaturgie. Szenen- und Rollenstudium sollte dann die Meisterin übermitteln. Aber erst nach dem 9. Monat der Ausbildung, wenn Disziplin, vor allem auch die Belastbarkeit, in ausreichendem Maße vorhanden schien. Artist Diploma, der Akademiebrief, sollte am Ende der Lohn all dieser Mühe sein. Erst nach 12 schweren Monaten sollte es überhaupt zu einem ersten Auftritt kommen, endlich unter der Aufsicht der Azimut Blip Wind, der sehr berühmten Staatsschauspielerin, emeritiert. Die Auswahl erfolgte. Und Karl war bei denen, die vor den gestrengen Augen der Akademie-Chefin bestanden und nun unter ihrer Regie ein Stück, Novizenball, nannte sie es scherzhaft, einzuüben hatten. Im 15. Monat seiner Ausbildung sollte Karl R. endlich in einer großen Rolle auf der Bühne agieren dürfen. Welches Stück würde die Mimin aussuchen? Die Kosten für diesen 3-jährigen umfassenden Akademielehrgang, hier Semester benannt, ein Halbjahr, ein Semester, waren beträchtlich. Mit großem Eifer studierte Karl, wie er diesen Akademiebrief entgegenfieberte. Niemals zuvor hatte er sich für eine selbst gewählte Aufgabe so sehr engagiert. Nie zuvor.